Hallo, ich bin Britta von Plötzlich Kreativ. Am Simple Sunday, also letzten Sonntag vorgestern, da habe ich euch kleine Matchboxen gezeigt für ein Mao Unblocks und hatte gesagt, dass dass das Video, dass es schon mal die einfache Verpackung ist für ein Video, das folgt, und zwar heute am Tricky Tuesday. Und ich habe mir überlegt, ich finde nämlich die Grabsteine absolut klasse und den Spruch auch, das ist alles aus dem Stempelset Nacht der offenen Tür. Und da hatte ich mir überlegt, dass ich daraus nochmal eine Easelbox-Card mache. Und zwar wieder für genau ein Mao Unblocks, also relativ klein das Ganze. Und eben der Spruch, verdaue in Frieden und die Grabsteine. Das heißt, wir basteln gleich nochmal schnell die Box zusammen, aber ich werde da jetzt nicht mehr so ausführlich drauf eingehen, weil eigentlich eben dieses Isel-Teil da heute noch drauf kommt. Ja, wir fangen einfach mal an. Das heißt, ein Teil kennt ihr schon, und zwar die Maße für die Matchbox. Da hat sich nichts geändert. Ihr braucht ein Stück Farbkarton mit den Maßen 3 3/8 mal 2 3/4 Inch. Dann für die Hülle ein Stück Farbkarton mit dem Maß 4,5 Inch mal 1 15/16 Inch. So, und dann brauchen wir für die Isel-Konstruktion einen Farbkarton. Da habe ich jetzt schwarz genommen. Achso, das ist Schiefergrau. Jetzt habe ich schwarz genommen. Das hat die Maße 3,5 Inch mal 1 3/16 Inch. Dann brauchen wir ein Stück Farbkarton. Das ist ganz winzig. Das hat das Maß 1 3/4 Inch mal 1 3/16 Inch. Und noch ein Stück DSP. Es wird immer kleiner. Das hat das Maß 1 5/8 Inch mal 1 1/16 Inch. Also so 1 5/8 mal 1 1/16 Inch. Ja, es wird immer kleiner. Den Spruch habe ich bereits vorher ausgestanzt. Den habe ich auf Vanille pur aufgestempelt in Schwarz und habe den ausgestanzt. Ihr könnt zu dem Stempelset den Spruch, der lässt sich mit der 1-Inch-Stanze ausstanzen. Und ja, das ist das Stempelset Nacht der offenen Tür. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, die Box, da hat sich nichts geändert. Das heißt, wir falzen einmal rundherum bei 3/4 Inch. Einmal alle vier Seiten bei 3/4 Inch falzen. Dann wieder an zwei gegenüberliegenden Seiten die Laschen schneiden, die Klebelaschen schneiden und eben ein bisschen anschrägen, damit da gleich nichts übersteht. So. Das war's schon. Dann knicke ich jetzt einmal alle Falzen durch. Und trage auf meinen Klebelaschen Tombow auf. Und darauf achten, schön bündig hier das Ganze zusammenkleben.
beiden Seiten. So, und dann ist die Box schon fertig. Ist alles etwas filigran, weil es so klein ist, aber ich finde das eigentlich immer ganz schön. So für ein Mitbringsel. Es muss ja nicht immer so viel sein. So, das ist die Box, die ist fertig. Jetzt kommt die Hülle. Da falzen wir wieder und zwar bei 13/16 Inch. Bei 13/16 Inch, das ist nämlich ja hier. So, Entschuldigung, ich habe mich versehen. Also bei 13/16 Inch, dann bei 2 1/8 Inch, bei 2 15/16 Inch und bei 4 3/16 Inch. So. Wenn ihr so wie ich jetzt eine Falz, die hier ist falsch, die kann man so ein bisschen wieder rausdrücken mit dem Falzbein. Da kann man, wenn ihr von der anderen Seite so ein bisschen gegendrückt, dann ist das Papier, man sieht zwar noch, aber man kann nichts mehr fühlen. Das ist dann weg quasi. So, hier werden jetzt auch alle Falzlinien einmal nachgeknickt. Und dann trage ich auf der Klebelasche Tombow auf und klebe das Ganze zusammen. Und schiebe die Kanten schön übereinander, dass es hier schön bündig ist. So. Und das Ganze ist schon fertig. Zack, und es passt. So, nun kommen wir zu diesen Teilen. Als erstes fangen wir mal an zu stempeln. Und zwar stempel ich als erstes diesen. Ich habe total schwarze Finger. Sorry. Oh, ich habe hier. Voll ins Stempelkissen gegriffen. Deswegen hat man immer Tücher am Platz. So. Also. Ich stempel als erstes diesen Grabstein. Und zwar in Schwarz auf mein Stück Farbkarton. Das war das Stück, das ist 1 3/16 Inch mal 1 3/4 Inch. Und da stempel ich den Grabstein etwas höher. Das heißt, dass der relativ weit oben sitzt. Und ich hoffe, ich bekomme jetzt einen schönen Stempelabdruck. So, ich setze den ziemlich weit oben an. So. Das sieht gut aus. So, und diesen Grabstein stempel ich ebenfalls in Schiefergrau nochmal ab. Das lege ich mir zur Seite und dann nehme ich mir ein Stück, reicht das noch? Ein Rest. Die sind ja nicht so groß. Deswegen sage ich immer, schmeißt nichts weg. Man kann alles noch verwerten. So, da stempel ich einmal meinen Grabstein in Schiefergrau. Und nun nehme ich noch diesen etwas kleineren, den stempel ich noch mal in Saharasand.
Den kann ich ruhig daneben setzen. Jetzt bin ich, glaube ich, abgerutscht. Ach, geht. So, weil ich die nämlich gleich ausschneide. So, und beim Ausschneiden, das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir da nicht direkt an den Konturen lang schneiden, sondern so ein bisschen Platz lassen, das heißt so einen kleinen Tick neben dem Stempelabdruck ausschneiden, dann kann man das auch schön in der Runde und im Grunde die Schere da so umzugleiten lassen. Das geht ganz gut. Und dann ist das auch ruckzuck fertig, als wenn ich da jetzt ja, richtig versuche, die Konturen auszuschneiden. Das ist natürlich sehr mühsam, gerade bei so filigranen Geschichten. Und man kriegt es dann ja sowieso nicht hin. Und so ist es dann erstens schnell fertig und zweitens sieht es, finde ich, mit so einem kleinen Rand auch ein bisschen besser aus. Wenn man das mit der Stanze ausstanzt, hatte ich euch ja schon mal gezeigt, dann ist auch immer noch ein kleiner Rand. Ich bin irgendwie gar nicht so richtig im Bild, ne? Merke ich gerade. Aber ich glaube, ausschneiden ist auch nicht so spannend. Fertig. Und jetzt fange ich nämlich als erstes damit an. Ich klebe mir den kleineren, den ich in Sahara-Sand gestempelt habe. Da trage ich hinten ein wenig Tombow auf und klebe den hier einfach so ein bisschen schräg drauf. So. Und den anderen in Schiefergrau. Also, ihr seht hier, was ich mit meinen Dimensionals mache. Ich schneide die durch und auch die Reste, hier die Ränder. Bei mir verkommt nichts. Also, ich benutze alles noch. Und wirklich bis auf den letzten Rest. Weil ich es einfach auch zu schade finde, irgendwas wegzuschmeißen. Das ist ja nun alles nicht gerade günstig und ja, da muss man nichts wegschmeißen. Man kann alles noch gebrauchen. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Das lege ich jetzt zur Seite. Ich muss nämlich diesen Streifen noch einmal falzen. Und zwar wird der gefalzt. Ihr legt die lange Seite an und falzen bei 1¾ Inch und bei 2¼ Inch. So, und das kann man dann auch gleich knicken. Und jetzt, da sind meine Falzen und das habe ich so geknickt. Und so wird es gleich auf die Karte gesetzt. Das heißt, das hier ist unten. Das klebe ich gleich auf die Karte. Das heißt, hier kommt auf diese Seite, quasi auf das Innen, kommt mein DSP. Das klebe ich schon mal eben auf. So. Und jetzt ist hier ja so ein Dreieck und auf das untere Dreieck, also auf das hier, da klebe ich jetzt meine Grabsteine drauf. Das heißt, ich mache es folgendermaßen, ich klappe das runter, so dass ich das DSP gar nicht mehr sehe, das klappe ich zu. Und auf den unteren Teil von dem Farbkarton trage ich Tombow auf und klebe dann einfach mein Stück Farbkarton so da drauf. So, und das habe ich jetzt nur unten
festgeklebt, also nur auf dem unteren Teil. Und schön gerade, dass da nirgends was übersteht. So. Jetzt trage ich hier unten, bei Schwarz kann man es immer so gut sehen, fällt mir immer ein, schwarze Katze auf schwarzem Grund, haben wir hier zu Hause ganz oft, dass wir sie suchen und nicht sehen. Hier unten auf der Unterseite trage ich jetzt ebenfalls Trumbo auf und klebe das Ganze auf meine Box, auf die Matchbox. So und schön mittig, dass die Abstände schön sind. Schön ausrichten, dass es schön gerade ist. So, was jetzt noch fehlt, damit das Ganze auch hält, ist mein Spruch. Da nehme ich wieder ein Dimensional. Den klebe ich hinten auf. Und dann klebe ich den Spruch hier vorne ganz an den Rand, so dass es gerade ist und dass es vorne wirklich, dass die Rundung da unten mit der Box abschließt. Also das ist nachher so, dass es hier unten genau auf der Kante ist. So. Und fertig ist meine Eselbox. Ja, hinein passt wieder ein Mao am Blocks. So, und das war jetzt auch mein letztes Goodie für Halloween. Ich bin mit meinen Goodies nämlich fertig. Und ja, ich hoffe, diese Idee hat euch auch gefallen. Also ich finde sie tatsächlich mit den Grabsteinen und mit dem Spruch Verdaue in Frieden. Ich finde das einfach eine klasse Idee. Und ja, da werde ich noch ein paar von werkeln und dann kann Halloween kommen. Zumindest bei mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.